Also beginnen wir jetzt offiziell mit unserem Webseminar zum Biomaler. Und ich möchte nochmal ganz kurz die Motivation, warum wir das machen, darstellen. Wir haben also praktisch zwei Sichtweisen. Wir haben einmal die Sichtweise von den Leuten, die einen Biomaler oder eine Kompostniete aufbauen, um die Humusbildung zu haben, den Bodenhalt und den Aufbau sicherzustellen, der aufgrund der Kompostierung eben stattfinden kann. Und wir haben dann eine große Anzahl von Leuten, die hauptsächlich an der Wärme interessiert sind und die Substitution von fossilen Brennstoffen im Auge haben. Also beide werden über den Biomaler sehr zufriedengestellt und jeder hat von dem anderen wenigstens die Hälfte, also die Wärme wollen, haben auch nachher ganz viel Humus oder die Humus haben, haben auch ganz viel Wärme. Wir haben das ja mehr oder weniger mit dem Biomaler, mit einem großen Gewinner der Permakultur oder auch der gesamten regionalen Situation zu tun. Wir haben also hier in dem Bereich der Ökologie die Nutzung der heimischen Rohstoffe. Wir können dadurch auch dann den Anbau fördern, um in den Biomaler mit grünem Material zu füttern. Wir haben den Humus, um den heimischen Boden zu kultivieren. Und eben auch Obst und Gemüse, die im Anbau sind, mit gutem Humus und Dünger zu unterstützen. Im ökonomischen Bereich dreht es sich darum, die heimische Wirtschaft zu stärken, auch heimische Arbeitskräfte zu nutzen. Und wir sind sozusagen zum ersten Mal in der Situation, viele Brennstoffe zu substituieren. Dazu kommt auch, dass der Biomaler die dezentrale Energienutzung fördert. Und aufgrund seiner Größe eben sehr einfach und gut zu etablieren ist und für Einfamilienhäuser oder kleinere Betriebe eine sehr schöne Wärmequelle darstellt. Das Ganze macht uns auch gleichzeitig unabhängig von Energieversorgern. Und bringt uns auf diese Art und Weise aus der Schleife heraus, die wir über die erhöhten Strom- und Energiekosten haben. Also in diesem Falle dreht sich das mit der Energie auch um die Wärme, die wir daraus ziehen können. Die eigentliche Anwendung selber dreht sich ja um den Grünschnitt, das Häckselgut, die Energie, die wir daraus bekommen, über den Biomaler, dann den Kompost, der uns Humus liefert und je nachdem, wie wir ihn aufgebaut haben, auch zur mikrobiellen Karbonisierung führt. Dazu werde ich gleich auch noch ein paar Sachen sagen. Wir hatten ja in der Vergangenheit den Biomaler immer als ganz aerobes Produkt angesehen und haben uns zwischendurch eines Besseren belehren lassen. Auch bei dem Jean-Pin ist es so, dass in dem Buch auf der Seite 20, glaube ich, im oberen Abschnitt nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen wird, dass es sich um eine aerobe und anaerobe Methodik handelt. Er nennt da auch einige Leute, die sich mit Humus und Kompost beschäftigt haben und das belegt haben, ganz offensichtlich in deren Literatur. Geht aber in seinem Buch selber darauf nicht komplett ein. Und damit wären wir dann auch bei dem anderen Garten, denn der Jean-Pin, der das Ganze mal ins Leben gerufen hat, hatte ja den Ansatz, seine etwas unwirtliche Umgebung in den Pyrenäen fruchtbar zu gestalten und zu machen. Und sein Buch handelt ja auch in den ersten 50, 60 Seiten ausschließlich der Gartenkultivierung und geht dann erst über in den Bereich der Wärmegewinnung. Ja, der Biomaler für Wärme und der Biomaler für Wärme und auch Biogas. Mal gucken, die Seite geht hier irgendwie nicht weiter. Aber jetzt, das nochmal die Ansicht mit der Wärmegewinnung. Hier zu sehen ist der weiße Behälter, der Biogas aus dem Substrat vom Vorjahr, aus dem Holzsubstrat praktisch gewinnt und im Vordergrund nochmal die symbolische Flamme, um zu zeigen, dass wir das Biogas für alle möglichen Dinge benutzen können. Dann haben wir die verwendeten Rohstoffe, die zum Einsatz kommen, nach dem Ansatz von Jean-Pin und dem sogenannten Classic-Biomaler, so wie ich ihn mal getauft habe, ist das ja im Wesentlichen frischer Holzabfall, frischer Schnitt. Ist maximal 10 cm Durchmesser, also das bezieht sich auf die Stärke des Materials. Also es sollte möglichst das Holz sein, was nicht in den Ofen oder Kamin wandert,
sondern das, was also an Ausschnitt aus dem Wald herauskommt oder aus Hecken, Grünschnitt, Friedhofsgärtnereien oder aus all den ganzen Dingen, die am Straßenrand stattfinden. Gerade jetzt um diese Jahreszeit wird ja viel am Knick aufgeholzt und auch die ganze Straßenlandschaft bereinigt. Also das ist eigentlich genau das Material, was wir haben möchten. Der Hauptgrund dafür ist eben das Verhältnis von Holz, also von Kernen, und zu dem Bereich der Haut und Rinde von den Bäumen eine ganz erhebliche Rolle spielt. Und dann natürlich nicht zu vergessen, Unmengen von Wasser, um das Ganze in der Methodik und in dem Prozess arbeiten zu lassen. Und dann haben wir einmal noch den Biomeier nach weiter Mitte. Das hat mit der Mikrobiokarbonisierung zu tun. Da können wir eben Stall- und Pferdemist und Gülle gut zum Einsatz bringen und brauchen den hohen Anteil von ligninhaltigen Faulbarstoffen. Also Holz oder Weizenstroh kann auch beliebig irgendwelche Biomasse sein, die aus der grünen Tonne kommt, die hier mit eingearbeitet wird. Und von der Geruchsbelästigung ist es so, dass ungefähr nach 2 bis 3 Tagen die Geruchs- und Faulner am Sauerstoff oxidiert sind und dann auch dieser Biomeiler, der mit allen möglichen Fäkalien aufgebaut ist, geruchsfrei wird. Die beiden Methoden haben, wie gesagt, gemeinsam, dass sie low-tech sind. Wir haben also Wärme ohne Rohstoffverbrennung. Wir haben Humus ohne mechanische Arbeit, also das Wenden. Der bisher bekannten Kompostierungsmethoden im aeroben Bereich fällt komplett weg. Und die biochemische Situation, die dahinter steht, ist eben, dass in diesem Biomeiler sowohl nach Jean-Pin als auch nach dem Herrn Wittel aerob und anaerob stattfindet. Ich nehme mal die Webkamera raus, dann wird für euch das Bild ein bisschen größer. Und wandern jetzt mal weiter in den Folien. Also die Kompostwiese aerob zu halten und ständig umzusetzen, findet in den Biomaler und in den angeschlossenen Systemen gar nicht statt. Das ist nämlich in dem im Maler geschlossenen Raum aerob und anaerober Prozess, der die Aufbereitung der Nährstoffe vornimmt. Die Aufbereitung der Nährstoffe durch Bakterien und Enzyme durchläuft eine gasförmige Phase, bevor es zur Humusbildung kommt. Und das ist das, was viele Leute einfach unterschätzen, dass ja auch in der Natur praktisch das Wenden von einer Kompostmasse gar nicht stattfindet. Und die Beobachtung, die also viele Leute in der Vergangenheit gemacht haben, den ganzen Kompostierungsprozess als aeroben Prozess zu betrachten, ist ganz offensichtlich nicht hundertprozentig so gegeben. Das soll jetzt auch nicht zu irgendeinem Streit der Systeme führen. Beide Dinge, wie sie gehandhabt werden, mit guten Ergebnissen. Und ich denke, das ist auch an der Stelle nicht angebracht, die aerobe Kompostierung mit Wänden und Kompostmieten, die umgesetzt werden, in Frage zu stellen, sondern wir stellen jetzt hier mit einfach eine Methode dar, die eben unter Beweis gestellt hat, dass es auch ohne die Wenden zu unheimlich guten Ergebnissen in der Kompostierung kommt und dass wir eine vollständige Durchdringung des Biomalers mit humusbildenden Bakterien haben und das ist bereits nach 8 Wochen abgeschlossen. In dem Moment, wo der Biomaler etwas länger steht, und das tut er ja, wenn wir Wärme darauf gewinnen, haben wir auch die Karbonisierung, die ihm erfolgt und werden zum Schluss auch beim Abbau auf fast braunkohleartige Materialien stoßen. Und das ist dann eben die im Biomaler aus dem Grünschnitt heraus karbonisierte Masse. Humus
wird an verschiedensten Stellen und auch ganz besonders in Wikipedia sehr, sehr unterschiedlich behandelt und auch ganz unterschiedlich definiert von den Leuten, die sich damit beschäftigen. Herr Ritter hat jedenfalls für sich eine Formulierung gefunden, die ich hier einmal wiedergeben möchte. Und er sagt, dass der Humus eine dunkle Masse ist, die von vorheriger organischer Struktur sich komplett verändert hat. Die Masse besitzt sehr wahre biochemische Eigenschaften. Die Humate und Huminstufe sind sowohl trocken als auch flüssig vorhanden. Und es handelt sich immer um eine gesättigte Masse, die nicht brennbar ist. Also ganz häufig ist es nämlich so, dass der Kompost, den wir erhalten, auch noch als Brennmaterial geeignet ist. Und sollte das der Fall sein, ist das jedenfalls kein Humus, sondern das ist dann Kompost. Der Humus kann in alle Richtungen im Boden wandern. Er kann sowohl in untere Schichten einziehen, als auch aus unteren Schichten nach oben ziehen. Dazu hat er sehr anschauliche Bildmaterialien, die er bei seinen Vorträgen vorstellt. Und zwar gibt es sogenannte Glasröhrenversuche, wo also mehrere Glasröhren von 70, 80 cm Durchmesser mit tonhaltigem Boden gefüllt worden sind, also hellgelb ist. Und auf den Röhren wurde dann oben ganz normaler Mutterboden aufgebracht, Kompost, normale Biomasse eben auch, die mikrobielle Karbonisierung, also das, was aus der Kompostmiete herauskommt, die nach der Wittemethode aufgebaut worden ist. Und bei diesen Glasröhrenversuchen wurde dann durch Besiedelung von oben über mehrere Wochen und Monate hinweg das Material sozusagen angefeuchtet und man konnte dann bei der humusbildenden Struktur, die aus der Sitte Kompostmiete gekommen ist, sehr gut erkennen, dass die Stoffe eben in den Boden bis 1,20 Meter Tiefe eingedrungen sind. Also die dunkle Verfärbung in den Glasröhren hat sich eigentlich sehr gut gezeigt und damit eben auch die oben genannte Eigenschaft, dass der Kompost im Boden sich gleichmäßig verteilen kann, wurde auf diese Art und Weise nachgewiesen. Hier sehen wir unseren Jean-Pin bei dem Anlegen eines sehr einfachen Beetes in seinem Garten. Er hat also hier den Rahmen für so ein Beet durch Bretter gebildet, bringt den aus dem Biomaler gewonnenen Kompost auf und hat dadurch ohne große Arbeit auf dem sandigen und steinigen Boden seiner Pyrenäen-Oberfläche einen Garten angelegt, der auch sehr gute Erträge hat. Und ich sage mal, das ist der Garten für Faule. Hier auch nochmal aus seinem Buch herausgenommen, die Verschmöglichkeiten, den Biomaler aufzubauen. Auf der linken Seite der Biomaler, der wasserführend ist und in die Zentralheizung hineingeht, so wie wir ja die meisten Haushalte bei uns haben. Und auf der rechten Seite hat auch ein Biomaler angelegt, der über die Wärmeleistung funktioniert, wo eben Luft als Wärmeträger benutzt wird. Und dieser Biomaler hat dann die Eigenschaft, dass er relativ dicht am Gebäude stehen muss, weil man eine Luftleitung, die 100 mm Durchmesser hat, relativ schlecht isolieren kann, also dämmen kann. Und dann ist es eben geeignet, diesen Biomaler sehr dicht am Haus zu haben, aber das wird nicht überall möglich sein. Dann sehen wir hier auf diesem Bild die, das Auseinandernehmen von seinem Biomaler, denn in der Mitte hat er den Tank, der ausgegast ist, also die Gasmenge, die aus dem Kompost vom Vorjahr herausgekommen ist, war sozusagen beendet nach 3 Monaten. Aber der Biomaler als sogar noch voll funktionsfähig. Und insofern hatte er hier diesen Behälter wieder ausgegraben und neu aufgefüllt, denn er hatte zu dem damaligen Zeitpunkt den Gasbehälter nicht als kontinuierliche Befüllung ausgelegt, also hatte keinen Ablauf daran und auch keinen Zulauf. Ganz interessant ist nochmal zu sehen, dass er auf der Seite in diesen Lastwagen Reifenschläuchen sein Biogas gesammelt hat. Das ist natürlich aus der heutigen Sicht eine ziemlich abenteuerliche Art und Weise, Biogas zu speichern, aber in Asien wird es immer noch so gemacht. Ganz normale große Plastiktüten oder Kunststoffbehälter zur Biogasspeicherung verwendet werden. Und das ist garantiert mit unseren TÜV nicht
zu vereinbaren. Und insofern kann auch jeder, der einen Biomaler betreibt, eine Biogasanlage im Biomaler eigentlich nur stillschweigend betreiben und sollte darauf nicht unbedingt aufmerksam machen, damit nicht irgendein neidischer Nachbar oder ehemaliger Freund oder Bekannter diesen Betreiber von der Biogasanlage sozusagen anschwärzen kann. Denn das würde dann dazu führen, dass irgendein Ordnungsamt sich berufen fühlt, die ganze Anlage stillzulegen und wahrscheinlich auch darauf drängen wird, dass das Ganze abgebaut wird. Und das wäre dann in dem Prozess, da der Biomaler ja 12 bis 15 Monate arbeitet, eine ganz unglückliche und unangenehme Situation. Genauso abenteuerlich verhält sich hier so ein paar auch mit dem Aufladen der Gasflasche, die oben auf dem Enddach drauf liegt. Das ist also ganz offensichtlich eine ganz normale Gasflasche, wie man sie auch vom Installateur kennt. Und vor dem Auto steht ein kleiner Baumarktkompressor, der normalerweise zur Luftkompression genommen wird. Und der blaue Schlauch, den er da hat, der geht runter zu seinen Lastwagen-Gummireifen. Und von dort wird praktisch jetzt das Biogas abgesaugt und über den Kompressor oben in die Flasche hineingepumpt. Und wenn ihr bei der Ente auf die Mitte zwischen die beiden Scheinwerfer schaut, dann seht ihr das weiße Leitungsgewirr, was das Gas von der Flasche oben in den Vergaser einleitet. Und wer in YouTube schon mal das Video von dem Jean-Paul gesehen hat, der hat ja auch ganz eindrucksvoll mitbekommen, wie er mit seiner Ente durch die Gegend fährt. Aber in den 70er Jahren war es mit dem Schiff noch nicht so weit her und ich glaube in Frankreich sowieso etwas lockerer. Ich weiß nicht, ob das heute so ohne weiteres möglich ist, einen unserer schicken neuen Fahrzeuge mit so einer Biogasanlage zu versehen. Und insofern bleibt das dann auch sicherlich eine sehr schöne Erinnerung an die 70er Jahre. Jetzt gehen wir mal rüber zu den Biomalern und an dieser Stelle zeige ich euch kurz, wie sich das Ganze entwickelt hat. Als wir mit den ganzen Biomaler-Geschichten begonnen hatten, übrigens, das ist hier oben eine falsche Jahreszahl, das war 2010, hatten wir uns auch überlegt, wie denn das Material, was verwendet wird, in einen Vorgarten kommen kann oder in einen Garten hinter ein Haus kommen kann, wo man nur bedingten Zugang kriegt. Und hatten wir überlegt, dass diese Kartoffel- oder Karottendrecke oder Zwiebeldrecke ganz gut geeignet sind, das Kompostierungsmaterial zu transportieren. Und auf diesem Versuchsaufbau hier haben wir dann später noch ganz andere Erfahrungen herausgezogen und hatten hier mal so einen Biomaler aufgebaut, der relativ klein gewesen ist mit 12 Kubikmetern, um den Versuch zu starten, wie sich das wohl machen lässt und wie die Flaschelsäcke, wie sie heißen, einzusetzen sind. Also es war einer unserer ersten kleineren Biomaler, die wir aufgebaut hatten, um diesen ganzen Raschelsackversuch mal zu machen und festzustellen, was das für ein Ergebnis war. Hat wunderbar und gut funktioniert. Dieser kleine Biomaler hat ungefähr 8 Monate ganz gute Wärme gebracht. Ist im Winter dann allerdings eingeknickt, weil die Eigenmasse zu niedrig ist, gemessen an der Außentemperatur bei minus 20 Grad und viel Wind. Ist der so ausgekühlt, dass er dann irgendwann mal im späten Februar überhaupt gar keine Wärme mehr produziert hat und ist dann erst im April wieder angesprungen. Und das ganz von selbst. Hier haben wir einen großen Biomaler aufgebaut, in klassischer Bauweise nach Jean-Paul. Das ganze Ding sieht nachher aus wie so ein Zuckerhut. Wir haben hier auch relativ grobes Material gehabt und nicht so fein gehäckseltes Material. Wenn man genau hinschaut, kann man das auch so ein bisschen erkennen, sehr faserig. Das ist aus so einem Schlegelhäcksler gekommen. Das, was hier praktisch gleich gemacht wurde, ist parallel zu dem Aufbau des Biomalers wurde auch die Heizungsanlage um einen weiteren Brauchwasserspeichertank erweitert, sodass also das warme Wasser in den weißen Brauchwasserspeichertank hineingegangen ist, um für die Sportlerduschen das warme Wasser zu liefern. Also diese Heizungsanlage hat jetzt 2000 Liter Behälter, auf denen die Dusche versorgt worden ist und hat sich dort auch über 1,5 Jahre gut bewährt und hat so im Durchschnitt in der zweiten Hälfte seiner Lebensdauer noch so 40 Grad, 36 Grad geliefert. Und das ist ja schon mal eine ganz schöne Temperaturanhebung für das kalte Wasser, was aus dem Stadtnetz kommt. Hier haben wir einen Biomaler aufgebaut, wo wir mal versucht haben, die vertikale Rohr
Anbindung mit einzubringen. Wir haben ja sonst immer nur horizontal die Wärmetauscher im Biomeiler liegen und haben uns hier mal eine Erdsonde bestellt. Ihr Vorteil davon ist zwar, dass sie nach oben hin aufrecht aufzustellen ist, aber die Rohrmenge, die man so in einen Biomeiler hineinbringt, ist eigentlich nicht ausreichend, denn dieser Erdwärmetauscher hat 150 Meter Rohr. Ansonsten haben wir fast die doppelte Menge bei der Größe des Biomeilers eingebaut, wenn wir die Rohre flach legen, also horizontal legen. Und wir haben hier auch mal versucht, mit einem Dach zu arbeiten. Und das hat sich nach 14 Tagen und den Winden hinter dem Deich in Rohgefallen aufgelöst. Also das Dach wurde zerfetzt und abgetragen. Dieser Biomeiler steht in Ostfriesland direkt am Norddeich und hat da die Witterungsverhältnisse nicht überlebt. Außerdem haben wir dann zum späteren Zeitpunkt auch gelernt, dass die obere Schicht der Bakterien dringend Sonnenlicht braucht und aerob ist, also die Bakterien, die oben sind, sind sehr schön der Luft und der Umwelt auszusetzen, haben dann aber auch gleichzeitig jetzt gelernt, dass die Brandung, die hier ist, auch durchaus gedämmt werden kann, also nicht von allen Seiten Sauerstoff an den Biomeiler herankommen, sondern wir hätten hier auch noch mit einem Netz arbeiten können oder auch mit einem Dämmstoff arbeiten können, um den Biomeiler einzupacken und noch wintertauglicher zu machen. Dieser Biomeiler hier, der unterstützt eine gewerbliche Wäscherei, die Putzlappen aus der Gebäudereinigung wäscht und da sind am Tag 5 Maschinen dreimal am Durchlaufen, um die Anzahl der Putzlappen und Feudel der Gebäudereinigungsunternehmung zu sauber zu machen. Und die haben natürlich durch das warme Wasser, was sie bekommen haben, einen erheblichen Gewinn an ihrer Stromrechnung gehabt. Denn die Waschmaschinen gehen ja über die Waschmaschinenheizung gleich ins Volle, wenn es daran geht, Strom zu verbrauchen. So, auf diesem Biomalerbild können wir erkennen, wie wir einen Biomaler mit Raschelsäcken aufgebaut haben. Auf der linken Seite der junge Mann mit rotem T-Shirt ist gerade dabei, über einen Eimer, der keinen Boden hat, einen Raschelsack zu ziehen, den er dann in dieses Gestell vor sich hineingibt, wo auch ein Eimer ist ohne Boden. Also der Eimer mit dem Raschelsack zusammen klemmt den Raschelsack zwischen den beiden Bordwänden der Eimer ein und dann kann der munter befüllt werden, sodass er möglichst nicht ganz prall ist, um sich nachher, wenn er ausgelegt wird, auch noch der Umgebung ein bisschen anzupassen. Auf der rechten Seite sieht man ja auch, dass dieser Sack nicht so schwergewichtig ist. Die Größe ist ungefähr 50 cm breit und 80 cm lang und das Gewicht liegt so wahrscheinlich bei 12 bis 14 Kilo, je nachdem, wie schwer gestopft worden ist. Und im unteren Bild kann man sehen, wie wir hier schon mehrere Lagen in diesem Schuppen aufgebracht haben. Der Biomeiler macht also im Moment auch noch seine 36 Grad, war ja ursprünglich mal im September 2011 aufgebaut und ist sozusagen im Moment in seiner zweiten Heizperiode. Hier auf dem mittleren Bild unten kann man ganz gut erkennen, dass bereits bei diesem Material während des Aufbaus schon fast 60 Grad vorhanden waren. Wir hatten also hier Material verwendet von einer gewerblichen Kompostanlagengesellschaft, die das Material schon sogenannt hygienisiert geliefert hat. Das geht ja alles nach der Abfallverordnung und die Materialien, die einmal bei denen auf dem Hof sind, können nicht einfach so wieder entnommen werden. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir keine andere Möglichkeit, das Material irgendwo zu besorgen und haben das dann über den kommerziellen Kompostierer bekommen. Auf der rechten Seite ist die gesamte Mannschaft nach einem arbeitsreichen Tag mit den 1000 Raschelsäcken nachmittags um 17 Uhr fertig. Wir hatten morgens um 9 begonnen, hatten zwei relativ ausgedehnte Pausen, lange Frühstückspause und eine gute Mittagspause. Wir hatten eben hier mit dem Ausflug und einem Abbau den Biomeiler um 17 Uhr nachmittags fertig. So sieht das Ganze dann aus, wenn man durch die Garage hindurchgeht. Irgendeiner von euch hat im Hintergrund das Mikrofon noch nicht an die Hintergrundgeräusche.
Kann irgendjemand bitte ein Mikrofon auf Stumm machen? Also das könnte Burkhard sein, oder das könnte Martina sein, oder das könnte Ulrich sein. Alle anderen haben ihr Mikrofon schon ausgeschaltet. Okay, wenn es nicht geht, dann ist das auch in Ordnung. Also wie gesagt, hier sieht man einmal den Biomaler in den Schuppen. Wie gesagt, der läuft heute noch mit 36 Grad und wird dann demnächst abgebaut. Ist natürlich auch mit den Raschelsäcken relativ einfach abzubauen. Man hat dann gleich portionsweise den Kompost, den man weitergeben kann. Und das kann natürlich auch ein ganz gutes Argument dafür sein, einen Biomaler komplett mit Raschelsäcken aufzubauen. Hier haben wir den Biomaler, der an dem Hotel- und Gaststättenbetrieb in Bremen steht. Das ist ein sehr großer Biomaler geworden. Der hat 140 Kubikmeter. Und der dicke Schlauch, der hier zu sehen ist, ist von dem Tankwagen, der auf dem rechten Bild ist. Und hier haben wir ungefähr 20 Kubikmeter Wasser ausgebracht. Das war auch ganz gut so. Denn die Leistung, die der Biomaler hat, zeigt es uns, dass also das Verhältnis von Material und Wässerung sehr gut zusammengepackt hat. Der Biomaler hatte jetzt bei den kalten Tagen, als draußen minus 12 Grad gewesen sind, immer noch 42 Grad warmes Wasser geliefert ins Haus hinein. Und wie ihr sehen könnt, ist auf der rechten Seite zu erkennen, dass dort eine Unmenge von Grünschnitt geliefert worden ist. Das war also Häckselgut, was 2-3 Tage alt gewesen ist. Und das war so eine Menge von Material, dass wir am darauffolgenden Donnerstag, nachdem dieser Biomaler hier fertig geworden ist, noch einen zweiten daneben gestellt haben, weil wir eben so viel Material dort hatten. Und das hat sich also jetzt bis jetzt sehr, sehr gut bewährt. Also der Dieter Otterstedt, der das Gastronomieunternehmen dort hat, spart pro Monat ungefähr 300 bis 350 Euro an Energiekosten für sein warmes Wasser. Er hat 11 Hotelräume, die Waschmaschine oder Waschmaschinen von dem Gastronomiebetrieb da dran, die Geschirrspüler aus der Küche und das ganze Küchenwasser, was er sonst verbraucht an warmem Wasser, geht also alles über diese beiden großen Biomaler. Das ist also ein Biomaler mit 140 Kubikmetern und ein Biomaler mit ungefähr 120 Kubikmetern, der da noch nebensteht. Hier ist auch nochmal sehr schön zu sehen, dass zum einen während des Ausbaus gewässert wird. Also der junge Mann hier im mittleren Bild ist am Wässern der Säcke, die wir ausgelegt haben, auf die Wärmetauscher. Das hat den Grund, dass der Wärmetauscher dann beim Abbau leichter zu entlasten ist von dem Material. Also eine Oberfläche Material runter und kann dann die Säcke von dem Wärmetauscher runternehmen und kommt dann wieder in den Wärmetauscher. Ja, dann hatten wir hier noch einen Biomaler aufgebaut an einer Druckerei anlässlich einer Messe. Das war die Baumesse Nord in Delmenhorst. Hier sollten wir eigentlich aus der Sprenkleranlage des Unternehmens das Wasser bekommen. Und bei der Gelegenheit, als wir unseren Biomaler ordentlich wässern wollten, hat man dann festgestellt, dass die Tauchpumpe gar nicht funktioniert. Der Inhaber der Druckerei war ganz froh darüber, das festzustellen, denn er hatte sich gerade mal überlegt, wie es denn wohl gewesen wäre, wenn er einen kleinen Brand gehabt hätte. Wir hatten so Gelegenheit, die Feuerwehr uns dort ranzuholen mit 9000 Liter Löschwasser im Container. Und die Jungs haben uns da mit voller Montur an einem sehr schönen sonnigen Tag den Biomaler sozusagen abgelöscht und uns das Wasser zur Verfügung gestellt, was wir braucht. Also nochmal ganz wichtig, bei dem Aufbau des Biomalers rechtzeitig daran denken, dass auch wirklich ausreichend viel Wasser zur Verfügung steht. Denn wenn die Lagen nicht von vornherein richtig gewässert werden und durchfeuchtet werden, sucht sich das Wasser hinterher einen Weg und es bleibt dann im Biomaler unter Umständen sehr viele trockene Nester übrig, denn das Wasser verteilt sich nicht gleichmäßig, wie man das annimmt, sondern sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und das kann dann sein, dass man Unmengen von Wasser auf den Biomaler ausbringt, das aber dann über ein paar geebnete Kanäle dann sozusagen unten in der Sickergrube rausläuft. Hier auf dem rechten Bild oben sieht man den Kollegen hier im orangenen T-Shirt,
wir die Tauchpumpe an der Sickergrube in Betrieb nimmt oder in Betrieb hält. Das ist also ganz wichtig, dass das Wasser, was dort rauskommt, beziehungsweise die dann etwas bräunliche Suppe, einfach weiter über den Biomeiler ausgebracht wird, weil dort die ganzen Bakterien sich drin befinden, die wir ja unbedingt brauchen für den Kompostierungsvorgang. So, dann haben wir hier noch den Kleinstbiomeiler, der gleich nach einer Messe von einem Kursteilnehmer aufgesetzt wurde. Der wollte nämlich unbedingt seine Frau davon überzeugen, einen großen Biomeiler zu bauen und hat mittlerweile auch schon den dritten Biomeiler gebaut und zwei Winter damit sehr fein durchlebt. Also sein kleiner Versuchsmeiler hatte schon am zweiten Tag 66 Grad bei einer Außentemperatur von 13 Grad und dieser Biomeiler ist auch mehrfach aufgefüllt worden und als Gartendusche verwendet worden. Also hier wurde dann beim zweiten Aufbau Fußbodenheizungsrohr mit Aluminiummantel verwendet, weil der Gartenschlauch beim ersten Mal so ein bisschen fauligen Geruch mit durchgelassen hat. Also die Gartenschläuche sind so sauerstoffdurchlässig, dass das Wasser, wenn es etwas länger steht, eben nicht mehr so einen frischen Geruch hat, wenn es auf den Biomeiler rauskommt. Und daher ist dann angesagt, bei Brauchwasserverwendung auch Rohrleitungen zu nehmen, die über den Aluminiumschutz erosionsfrei sind. So, dann haben wir hier den schon mal angesprochenen Regenwassertank, der auch in der Lage ist, das Biogas, was in ihm entsteht, sozusagen aufzufangen. Nur wir als Native Power und Kleinunternehmen können in dem Sinne keine Biogasanlage liefern, weil wir zum einen in den ganzen Bereich der TÜV-Abnahme hineinkommen würden. Also die Materialien, um so einen Tank in einen Biomeiler einzubauen, bewegen sich in der Größenordnung von 1.000 Euro oder auch eigentlich deutlich drunter, also irgendwas so zwischen 890 und 950 Euro, wenn man hier Biogas machen will. Aber die dazugehörige TÜV-Abnahme wäre dann wiederum so teuer, dass man das Ganze einfach vergessen kann. Und insofern ist es dann jedem Bauherrn selbst überlassen, ob er in seinem Biomeiler einen Regenwassertank mit hineinnimmt oder ob er irgendwie das Ganze anders benennt. Jedenfalls ist hier das Prinzip so, dass wir mit den kleinen Pfeilen auf der linken Seite angedeutet eine Füllstandsanzeige mit reinbringen, dass wir ungefähr die gefüllte Höhe des Substrates erkennen können, haben dann unterhalb von dem Substrat den Zulauf, haben unten den Ablauf, ja, um die fertige Substratmasse praktisch rauszulassen. Das ist dann hochwertiger flüssiger Dünger. Und oben die Entlüftung ist auch gleichzeitig die Abnahme vom Methangas, das wir dann in einem Kocher oder einem kleinen Generator praktisch verbrennen können. Pro Tag entstehen 2 bis 4 Kubikmeter Biogas auf diese Art und Weise aus einem Behälter, der 1000 Liter hat, und das ist eine Menge, die man im Tagesgebrauch ganz gut verbrauchen kann. Die abenteuerliche Speicherung in den Lastwagenreifen ist natürlich auch möglich, aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Eine Sache steht jedenfalls fest, ob Biogas oder nicht, wenn es in einem Speicherbehälter ist und man geht damit also nicht ordentlich um, dann macht das auch ganz ordentlich Bumm. Also Biogas hat nichts damit zu tun, dass dieses Gas irgendwie minderwertig ist, sondern hat man das richtige Luft-Gas-Gemisch, dann kann man sich damit auch schon mal das Dach vom Haus abheben lassen und hat da eben auch ganz gut Knalleffekt. Der Biomeiler selbst kann eben in jeder beliebigen Form aufgebaut werden. Für uns hat sich in der letzten Zeit eben herausgestellt, dass fast jeder Biomeiler mit diesen sogenannten Doppelstegmatten entsteht, ganz besonders da, wo sie sichtbar sind, ist das eben eine sehr schöne Einfassung von dem Biomeiler. Diese mehreckige Form führt auch dazu, dass der Druck, der über das Material und das Wässern im Biomeiler aufsteht, sich gleichmäßig auf die Flächen verteilt. Ein rechteckiger Biomeiler würde dazu neigen, einen dicken Bauch zu bekommen an der Stelle, wo die Flächen eben zu groß werden. Und würde eben auch ganz schön aus der Form geraten, wenn er nicht gegen irgendwelche Wände angelehnt ist. Und insofern haben wir uns dann immer
darauf verständigt, den Biomaler praktisch rund zu lassen. Hinzu kommt auch, dass bei einer runden Bauweise die Rohre, die eingebracht werden als Wärmetauscher, die größtmögliche Länge haben. Und das hat eben den Vorteil, dass wir relativ viel Energie rauskriegen können. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir in dem runden Biomaler mehr Rohre unterbringen können als in einem eckigen, weil wir immer die 70 cm Abstand zum Außenrand brauchen, wegen der Wärmedämmung im Winter. Wenn man jetzt allerdings nach den neueren Erkenntnissen, dass ein Biomaler auch komplett gedämmt sein kann, den Biomaler im landwirtschaftlichen Umfeld in alte Gülle- oder Komposthecken an Mauern anlehnen kann, dann würde das eben auch sehr gut gehen. Die Mauer ist dadurch ja dann schon eine naturgegebene Dämmung. Oder man kann eben einen freistehenden Biomaler auch mit Dämmmaterial aus dem Baumarkt sehr gut umgeben. Ich bin auch ab und zu mal gefragt worden, ob man das mit Strohballen machen kann. Da bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher, ob das mit Strohballen gut geeignet ist, denn die Selbstentzündung von Strohballen findet eben immer dann statt, wenn irgendwo eine Fäulnis gegeben ist, also praktisch ein fäulnis Herd ist, der dann der Biomaler letztendlich auch ist, weil er ja erfolgt ist und eben auch kompostierbare Masse hat. Würde ich jetzt im Moment mal annehmen, dass es auch vielleicht zu der einen oder anderen Selbstentzündung kommen kann, wenn man Strohballen nimmt, um den Biomaler abzudichten und zu dämmen, aber das müsste man im Einzelfall mal ausprobieren. So, dann gehen wir jetzt hier einmal durch eine Bilderserie hindurch, die uns den Aufbau des Biomalers näher bringt. Wir können jetzt hier auf der linken oberen, auf dem linken oberen Bild erkennen, dass links unten der Philipp dabei ist, ein Wasserbottich einzugraben, den wir unbedingt brauchen als Wickergrube. Das andere Team ist schon dabei, die Doppelstegmatten aufzustellen, um die Form für den Biomaler zu bekommen. Und auf dem rechten Bild, rechts neben dem jungen Mann im roten T-Shirt, ist unten die Wickergrube zu erkennen. Und mit etwas Fantasie kann man auch sehen, dass wir die Wickergrube mit ein Drittel Zaun schon überdeckt haben, also der Zaun steht ein Drittel über die Wickergrube hinweg, sodass wir dann nachher später von innen die Teichfolie sauber in die Wickergrube einführen können. Hier unten links nochmal das Bild, wo der Philipp die Wickergrube praktisch fertigstellt. Wir hatten hier Glück, dass es sehr leichter Boden gewesen ist und dass die Wickergrube hier gut einzubuddeln war. Solltet ihr auf alle Fälle großen Wert drauf legen, dass sie da ist, in dem Moment, wo ihr nämlich den Biomaler aufbaut und gut wässert, so wie es sein muss, kann es sehr leicht sein, dass es zu kleineren oder größeren Überschwemmungen führt, wenn die Wickergrube nicht da ist. Und wenn dann ein Radlader mit eingesetzt wird oder irgendein anderes Gerät, hat man sofort ein großes Matschloch und das letzte Drittel vom Aufbau ist dann kein Vergnügen mehr, wenn man dadurch solche nassen Gruben durchwartet. Hier auch nochmal die Abbildung, wie der Raschelsack auf den Eimer gebracht wird und in der Füllstation eingeklemmt wird. Also dieser Biomaler wird zum einen mit einem Radlader aufgeschüttet und zum anderen mit den Raschelsäcken werden die Wärmetauscher abgedeckt. Hier legen wir jetzt das Drainagerohr auf. Das Drainagerohr hat keine Bedeutung im Sinne von Wasserabfuhr, sondern das Drainage ausschließlich dazu da, um einen Rand, wie so ein Tellerrand für die Teichfolie zu bilden. Wenn jetzt jemand dafür kein Geld aufgeben möchte, kann er selbstverständlich diesen Rand auch aus einem kleinen Sandwall oder aus hölzernen Bohlen, alten Ziegelsteinen machen. Nur wenn man hier in so einer Messeumgebung oder auch innerhalb eines Workshops einen Biomaler aufbaut, dann ist einfach die Zeit nicht gegeben, sich mit der Bildung eines Wannenrandes zu beschäftigen. Und deswegen sind wir hier auf dieses Drainagerohr gegangen, was man im Baumarkt so zwischen 1,20 und 1,80 kaufen kann. Und bei den Biomaler, die wir aufbauen, haben wir immer so einen Umfang von 16 bis 25 Meter, je nach Größe. Und da ist diese Aufbauweise mit dem Drainagerohr einfach schnell und gut gelöst. Auf dem rechten Bild sehen
hier wie die Teichfolie ausgebracht wird, die dann über das gelbe Drainagerohr am Rand hinweggegeben wird. Da die Teichfolie nicht mehreckig ist, sondern viereckig ist, wird immer an der Stelle, wo eine Teichfolie in Ecke ist, relativ viel Material weggeschnitten, um nicht so eine große Wulst zu bilden. Durch die neuen Erkenntnisse, dass wir aber gar nicht den Sauerstoff sozusagen im Biomeiler haben wollen, sondern dass wir durchaus nach außen dämmen können, werden wir wohl in der Zukunft die Teichfolie komplett nutzen und an den Innenwänden des Drahtgewebes hochziehen und nicht mehr abschneiden, weil das ja dann eben auch gleichzeitig zur anaeroben biochemischen Prozess geeignet ist und dann das Material einfach nicht überflüssig ist. Ist einfach nachher später nur eine Frage des Aussehens, wenn man eben an vier Ecken des Biomalers relativ viel von der Teichfolie hat. Aber eventuell wird der Biomaler ja dann auch mit einem Windschutznetz eingefasst und dann ist das gar nicht mehr zu erkennen. Ja, hier wird auf der linken oberen Seite die vorbereitete Wärmetauschermatte an den Biomaler rangebracht und mit relativ wenig Aufwand oben drüber gehoben. Denn der Biomaler muss nach der ersten Lage geschlossen werden, weil man sonst die beiden Elemente, die als Tor offen gewesen sind, um den Radlader für die erste Lage heranfahren zu lassen, nicht mehr schließen kann. Das Material ist dann eben so ungleichmäßig verteilt, dass man die beiden Flügeltüren, die offen gewesen sind, meistens gar nicht mehr schließen kann, mit relativ viel Aufwand verbunden. Und insofern machen wir dann immer die Gitterumrandung zu einem frühen Zeitpunkt zu. Wenn man den ganzen Biomaler mit Bausteinmatten aufbaut, geht das sowieso nicht anders, weil die Bausteinmatten fast keine Möglichkeit bieten, so ein Tor offen zu lassen, denn die Bausteinmatten haben ja eine Länge von 6 Meter und müssen dann einfach als rundes Gebilde schon fertiggestellt werden, wenn man mit dem Befüllen startet. Hier auch nochmal das Aufbringen der Raschelböcke zum Abdecken der Wärmetauscher, um einen leichteren Abbau zu haben. Und auf der rechten Seite ist recht zu erkennen, dass ich dabei bin, mit einem Wasserschlauch zu hantieren. Ich mache hier eine Druckprobe und drücke das eingebrachte Wärmetauscherrohr ab. Das kann ich nur jedem sehr empfehlen, jede Lage von dem Wärmetauscherrohr beim Aufbau auch abzudrücken. Das kann man mit Kompressor machen und über Luft oder eben über eine Wasserleitung mit einem Gartenschlauch. Das ist eine ganz einfache Prüfung, um sicher zu sein, dass wir auf dem Wärmetauscher, der da drin ist, keine Leckage haben und nicht irgendwo beim Aufbau mit einer Forke oder durch ein defektes Rohr nachher einen Schaden haben. Man kann dann zwar, wenn die Rohre nach außen geführt sind, diesen Kreislauf ausblenden, indem man ihn abklemmt, aber das wäre natürlich für die Wärmeentnahme aus dem Biomaler nicht so gut geeignet. Denn jeder Meter Rohr, der in dem Biomaler drin ist, ist ja auch gleichzeitig ein Speicher. Denn jedes Meter Rohr, was wir reinbringen in den Biomaler, hat einen halben Liter Flüssigkeitsinhalt. Also bei 300 Metern Rohr im Biomaler haben wir 150 Liter Brauch, also Wärmespeicher, die schon vorhanden sind und die der Heizung dann auch gut zugeführt werden können. So, hier nochmal der Biomaler in seinem Baufortschritt, also links halb befüllt, rechts praktisch fertig, also oben Mitte fertig und auf der rechten Seite mit der Rohrleitung angeschlossen. Das ist hier die Rohrleitungsverteilung von dem Biomaler von der Moorhexe. Wenn ihr da mal genau drauf seht, dann könnt ihr einen Manometer in der Mitte erkennen. Das ist das Manometer von einem Regenwassertank, der dort mit eingebaut worden ist. Und wo man später den Gasdruck ablesen kann, sofern er dann in dem Gebilde entsteht. Und etwas links unterhalb von diesem Manometer, das zu erkennen ist, ist die Rohrführung zu sehen, wo zwei Ventile sind. Also ein Ventil, was in dem oberen Bereich ist und ein Ventil, was in dem unteren Bereich ist. Hier haben wir ein T-Stück mit eingebaut, um für den täglichen Betrieb einen Wasserhahn im Außenbereich zu haben, wo der
Hüter Otterstedt warmes Wasser abnehmen kann, sofern er das draußen außerhalb von seinem normalen Wassernetz verwenden will, also zum Beispiel zum Autowaschen oder zum Gartenstuhl reinigen und zum Reinigen seiner gastronomischen Anlage im Außenbereich. Also hier haben wir eine Warmwasserquelle. Wir haben von unten her am Ventil den Zulauf vom kalten Wasser und wir haben oben über das Ventil die Regulierung vom warmen Wasser. Also das kann man wie so eine Mischbatterie praktisch sich einstellen und nach vorne raus schaut im Moment noch ein PE-Rohr. Da ist aber dann im späteren Verlauf ein Wasserhahn hingekommen, sodass man eben im Außenbereich normales warmes Brauchwasser entnehmen kann. Dann kommen wir zu dem Anschluss des Biomeiler an das Haus. Wir haben hier unten links im Bild den Biomeiler über einen Plattenwärmetauscher angeschlossen. Der Plattenwärmetauscher ist auch rechts nochmal zu sehen. Rechts unten und oben ist dieser Plattenwärmetauscher sozusagen blanko zu erkennen, netto. Das ist also ein Edelstahlbehälter in der Größe eines Schuhkartons und hat 50 Austauschplatten. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass auf der einen Seite die Rohranschlüsse der Biomeilerwasser durchläuft und durch die Metallplatten von dem Leitungswasser der Heizungsanlage getrennt ist. Und auf dem unteren Bild auf der rechten Seite ist dort eine Dämmung zu diesem Plattenwärmetauscher gehört, die schon gleich mitgeliefert wird. So ein Plattenwärmetauscher mit 50 Platten ist im Internet zu kaufen für ungefähr 80 bis 90 Euro inklusive dieser Dämmung. Und das ist unser Übergang zum Haus. Wir machen das mit dem Plattenwärmetauscher aus einem Grund, dass wir eben relativ preiswertes PE-Rohr im Biomeiler verwenden. Und dieses PE-Rohr im Biomeiler ist wasserstoffdurchlässig. Die Heizungsanlage selber ist aber ein in sich geschlossener Kreislauf, der über die Jahre hinweg sauerstofffrei ist. Und wir wollen jetzt verhindern, dass jetzt der sauerstoffhaltige Wasseranteil aus dem Biomeiler eventuell meine Heizungsanlage im Haus beeinträchtigt oder zerstört. Daher dieser Plattenwärmetauscher, also sollte aus irgendeinem Grunde mal über den Sauerstoffgehalt, der aus dem Biomeiler kommt, der Plattenwärmetauscher kaputt gehen, haben wir das nicht sofort in der Heizungsanlage und können dann über einen Druckverlust, der entsteht, erkennen, dass eventuell da Handlungsbedarf ist, den Plattenwärmetauscher auszutauschen. Kommen wir nochmal auf die Bilder von dem Haus bzw. den Häusern, also unten links, hoffentlich einigermaßen zu erkennen, dass wir hier direkt in die Heizung hineingehen und als sogenannte Rücklauftemperaturanhebung ohne irgendeinen Boiler praktisch arbeiten. Der Plattenwärmetauscher wird so in die Heizungsanlage mit eingebunden, dass er in den Rücklauf praktisch das warme Wasser des Biomeilers an den Kessel liefert und der Kessel dann eben entsprechend seltener anspringen muss, um die maximale Wärmeleistung, die die Heizungsanlage im Haus abfordert, aufzuheizen oder zu ergänzen. In dem mittleren Bild von dem Haus ist ein Boiler mit angedeutet. Da geht die Rohrleitung aus dem Plattenwärmetauscher in den Boiler mit hinein. Das ist eben praktisch ein Pufferspeicher, der auch bei Solaranlagen verwendet wird. Und das wäre dann das dritte Bild, wo hier eine Hausanlage bereits eine Solaranlage auf dem Dach hat. In der Regel hat dann dieses Haus auch schon einen Puffer oder Zwischenspeicher, in den wir dann einfach mit hineingehen mit dem Biomeiler und nutzen dann eben schon alle Komponenten der Heizungsanlage, die vorhanden sind. Dann kommt immer wieder die Frage nach der Biomeilergröße und Leistung. Also man kann unmittelbar sagen, das Volumen des Biomeilers also Volumen des Biomeilers hat auch ungefähr 4 die Heizleistung. Dass das eben organisches Material ist, kann das auch abweichen. Kann auch durch die Kombination der Materialien, die gewählt worden sind, höher sein. Das sind jetzt hier von uns erstmal nur Faustformeln,
mit denen wir arbeiten und die sich aber auch in den letzten Jahren so bestätigt haben. Wenn ihr in dieser tabellarischen Darstellung mal ganz rechts nach außen geht, könnt ihr auch erkennen, dass die Lagen vom PE-Rohr als Wärmetauscher im Biomaler mit der Größe zunehmen können. Aber wir haben bisher noch nicht mehr als 4 Wärmetauscher in einen Biomaler mit hineingebracht. Ein einzelner Wärmetauscher hat immer so zwischen 60 bis 100 Meter Rohr. Das hängt von dem Durchmesser des Biomalers ab. Und wenn wir also 3 Lagen haben von 60 Metern, dann haben wir eben 180 Meter Biomaler, Wärmetauscher mit ungefähr 90 Liter Speichervolumen. Und bei den größeren Biomalern kann das auch durchaus mal sein, dass 400 Meter PE-Rohr verarbeitet worden sind. Und dann hätte man eben da fast 200 Liter Kupferspeicher, die im Biomaler selber schon vorhanden sind. So, wir nähern uns dem Ende der eigentlichen Präsentation. Und ich wollte hier noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass wir auch eine solarthermische Anlage in den letzten Jahren getestet haben, die ganz tolle Ergebnisse gebracht hat. Das handelt sich hier um eine Vakuumröhrenanlage, die verspiegelt ist. Die Anlage wird schon seit 15 Jahren gebaut und ist schon 500 Mal aufgebaut worden im Bundesgebiet. Hat auch eine ganz tolle Leistung in den Wintermonaten. Der Michael Buse, der das hier bei sich am Haus aufgebaut hat, hatte eine Vergleichsölrechnung vom Vorjahr, vom September bis Februar 2012, hatte er im Vorjahr 2000 Liter Heizöl verbraucht und in dem Jahr, als diese Anlage in Betrieb genommen wurde, in dem Jahr von 2011 auf 2012, hatte er dann nur noch 400 Euro an Ölkosten und hat sich natürlich ganz ordentlich gefreut, dass gerade in den kalten Monaten bis zum Februar hin die Anlage zum Teil eben noch 35 Grad in den Kupferspeicher hineingeliefert hat und hat sich darüber gefreut, dass er sich für diese Anlage entschieden hat und für keine andere, die eben tatsächlich auch in den kalten Wintermonaten noch ganz gute Leistung bringt. Das als kleiner Hinweis. Und an der Stelle sind wir jetzt am Ende der Präsentation als solches und können jetzt in den Modus übergehen, wo ihr Fragen stellt. Ihr könnt eure Mikrofone jetzt aufmachen und dann Fragen oder eben unten links die Textbox benutzen, um eine Frage schriftlich loszuwerden. Und ich dann davon aus, euch die Antworten zu geben, sofern ich sie dann habe. Also, alles frei, Fragen stellen. Habe ich euch wohl überwältigt, dass niemand fragt? Ja, hier ist Peter Bohr. Ja, hallo Peter. Ich bin Netzwerker im Elbe-Weser-Raum. Habe euren Biomeiler gesehen in und habe Peter, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei mir kommt im Moment nichts an. Ich hatte von dir verstanden, dass du Netzwerker bist im Elbe-Weser-Raum und dass du schon einen Biomeiler gesehen hast. Also irgendwie sind wir technisch unterbrochen. Okay, dann nehme ich mal die Fragen, die jetzt hier am Rand in dem Textbox sichtbar sind. Euch ist leider entgangen, wie das mit dem Aufbau mit Mist ist. Gibt es dabei etwas Bestimmtes zu beachten? Wie zum Beispiel Zusätze. Also, der Biominer, der mit Mist aufgebaut wird, soll möglichst
30% an Mist haben. Dieser Mist kann sich zusammensetzen aus Stallmist, Pferdemist, ganz beliebigen anderen Mist und Gülle. Die Angabe in Prozent ist immer bezogen aufs Gewicht. Also Grünschnitt hat ungefähr auf einen Kubikmeter 350 Kilo Gewicht und Stallmist ohne Stroh hat auf einen Kubikmeter ungefähr 500 Kilo Gewicht. Der Einfachheit halber kann man so Pi mal Daumen sagen, 20% mehr an Stallmist zum Volumen dazugeben, dann ist man ungefähr im richtigen Verhältnis. Also das ligninhaltige Material kann eben Holz sein, kann zum Beispiel Weizenstroh sein, kann irgendwelcher Marsch oder Reet oder sonst was für Grünschnitt sein. Bei den Grünschnittmaterialien ist es allerdings so, dass der Ligningehalt recht unterschiedlich sein kann. Je mehr Lignin ich in dem Material habe und mit Mist zusammenmische, desto besser ist nachher mein humusbildender Prozess und auch die mikrobielle Karbonisierung im Material. Aber auf der anderen Seite ist meine Devise immer, es wird genommen, was da ist. Und solange das Verhältnis einigermaßen gegeben ist, 20-30% Mist und Gülle, zu dem anderen Grünschnittmaterial, kann man gar nichts falsch machen. Der Aufbau mit dem Mist soll so vonstatten gehen, dass die einzelnen Lagen, die aufgebracht werden, praktisch auch verdichtet werden. Also die ersten 50 bis 70 cm, die aufgebracht werden, ohne dass ein Wärmetauscher drin liegt, können also mit einer Handwalze oder mit den Personen, die aufbauen, verdichtet werden. Also man trampelt ordentlich darauf rum. In Anführungsstrichen, ein Regentanz ist willkommen. Das Material wird also praktisch so verdichtet, bis es nachher 70 cm Höhe hat. Während des Aufbaus dieser 70 cm muss man auch schon sehen, dass das Material feucht ist. Denn die Feuchtigkeit auf dem Material stellt nachher sicher, dass die Gülle gleichmäßig durcharbeitet. Wenn man jetzt das Material einfach nur verdichtet und es ist nicht feucht, hat nachher die Gülle auch keine Chance, sich gleichmäßig zu verteilen, denn auch die Gülle würde sich dann einen Weg des geringsten Widerstandes suchen. Wenn das Material aber feucht ist, dann ist die Gülle eben besser auf dem Material zu vernetzen und gleicht sich dann oder über die Fläche besser aus. Ist natürlich nicht ganz schön, wenn man jetzt auf so einer Lage rumarbeitet und die ganze Zeit über schon Gülle da drauf laufen lässt, dann ist man ja selber mit Gummistiefeln mitten im Gestank. Also ist sicherlich angebracht, die Lage aufzusetzen, schön zu benetzen und zu wässern, sodass das Material eben in der Lage ist, die Gülle gleichmäßig zu verteilen. Dann praktisch den Wärmetauscher aufzubringen, den Wärmetauscher abzudrücken und nachdem der Wärmetauscher abgedrückt ist, den Gülleschlauch anzusetzen und möglichst nahe der Oberfläche die Gülle zu verteilen, weil dadurch am wenigsten Geruch entsteht. Dann würde man die Raschelsäcke draufbringen und würde dann praktisch mit der nächsten Schicht weiterarbeiten und eben so verfahren, bis der Biomaler fertig ist. So, dann gucke ich mal an, was jetzt die Fragen hier noch ergeben haben. Okay. Dann war eine Frage, wie viel Durchfluss soll die Pumpe in Litern pro Stunde haben? Also die Gemenge, wenn man Brauchwasser praktisch mit 8 Grad in den Biomaler hineingibt und am Ende praktisch mit den 55 Grad rausbekommt, sind 4 Liter pro Minute. Nun lässt sich natürlich nicht jede Pumpe so genau einstellen und das ist auch gar nicht ganz so wichtig. Wir haben extra diesen großen Durchmesser von 32 mm gewählt, um einer Pumpe eben kaum Widerstand zu bieten. Und die heutigen Pumpen, die man für ungefähr 150, 160 Euro kaufen kann, sind alle elektronisch gesteuert und können auf den kleinsten Verbrauch eingestellt werden und haben mit dem kleinsten Verbrauch dann eine niedrige Durchflussmenge durch den Biomaler, sodass die Wärme richtig entnommen werden kann. Also alles, was so um 20, 30 Litern pro Stunde liegt oder auch vielleicht bei 200, 300 Litern pro Stunde liegt, kann durchaus durch den Biomaler durchlaufen.
denn der Biomaler ist ja ein großer Träger, Wärmespeicher in sich und das Wasser kann dort auch ruhig mit etwas höherer Geschwindigkeit durchlaufen. Geht dann ja auch noch durch den Plattenwärmetauscher und heizt sich dann über die Zeit eben auf. Auch in der Zeit, wo die Pumpe ausschaltet, haben wir ja dann schon mal 400 oder 200 Liter Speichermedium, was erstmal über den Wärmetauscher abgekühlt werden müsste. Also Pumpenauslegung, kleinste elektronisch einstellbare Stufe und das ist dann schon in Ordnung. So, ich gucke nochmal weiter bei den Fragen. Hier ist die Frage von Peter. Er hat Interesse, einen Workshop im Raum Stade einzurichten. Kommt aber auch selber nach Wohnste, wo wir am 8. und 9. Februar einen Workshop haben. Wunderbar, also ich freue mich schon drauf, wenn wir im Raum Stade nochmal einen Workshop machen. Und er fragt auch nach der Teilnahmegebühr von dem Workshop, das sind 95 Euro und bezieht sich auf die Teilnahme am Seminarabend ungefähr 3 Stunden lang, wo ich das, was wir im Moment gerade schon gesehen und gehört haben, nochmal ausführlicher bespreche. Und die 95 Euro sind dann auch für den zweiten Teil, also das ist eine Gebühr, wo der Biomaler physikalisch aufgebaut wird. Am zweiten Tag, also am 9. am Sonnabend. Dann kommt hier von Pierre die Frage, ob wir Erfahrung haben oder Daten zur Leistung haben über den kompakten Biomaler. Also ich vermute mal, dass das die Frage ist nach diesem Kleinst- oder Mini-Biomaler. Da ist es so, dass dieser Kleinbiomaler verwendet worden ist, um zu duschen. Hier ist also bei diesem ganz kleinen Biomaler bis 10 Kubikmetern durchaus bekannt, dass die auch ihre 7-8 Monate durchaus viel Wärme abgeben. Dann aber eben die Warmwassermenge, die dort hindurchgeht, bescheidener ist, also ein kleiner Biomaler, der in den Sommermonaten für eine Dusche verwendet wird, ist sicherlich in der Lage, 30, 40 Liter warmes Wasser kontinuierlich nacheinander zu liefern und sollten dann nochmal weitere 30 oder 40 Liter Wasser notwendig sein, wird der kleine Biomaler dafür sicherlich nochmal 3-4 Stunden brauchen, um diese aufzuheizen. Das hat also weniger damit zu tun, dass der Biomaler nicht permanent Wärme abgibt, auch in der gleichen Temperatur. Es ist einfach nur so, dass über die Menge des Rohres, die in so einem kleinen Biomaler ist, so viel Wärmeabtausch nicht stattfindet. Also bei 30, 40 Metern Rohr von 0,5 Zoll oder 3/4 Zoll, die man im Biomaler untergebracht hat, lässt sich eben in kurzer Zeit nicht so viel Wärme austauschen, wie in einem Biomaler, der mit 200, 300 Metern Rohr eben eine ganz andere Wärmetauscheroberfläche hat. Ich hoffe, dass das die Frage einigermaßen beantwortet. Aber gemessene Leistungsdaten von kleinen Biomalern haben wir nicht. Ja, Peter sagt danke. Ganz offensichtlich habe ich das beantworten können. Bernhard Grasel sagt danke. Ich weiß nicht, ob er sich auch schon verabschiedet hat. Aber ich hoffe, dass die Fragen und das, was ich im Laufe dieses Webseminars gesagt habe, schon so viele Fragen beantwortet hat. Hat die auch im Moment gar nicht gestellt werden. Dann Frage von Ulrich aus Eupel. Wie läuft der Abbau des Meilers mit den Wärmetauscherlagen? Kann hier ein Schwimmlader oder so eingesetzt werden? Also es ist so, dass das Abtragen der Schichten schon ein in sich eigener Prozess ist. Also man muss dafür schon ein bisschen Zeit mit einplanen. Also der Abbau des Biomalers kann auch durchaus 5-6 Stunden dauern. Die Schichten, die aufgebracht worden sind und die über die Zeit hinweg komportiert sind, werden erst mit der Forke runtergenommen oder abgehakt. Man trifft dann ja relativ bald auf die ersten Raschelsäcke, die man dann praktisch runternimmt und dadurch, dass es mit Raschelsäcken gemacht worden ist,
ist ja die Wärmetauschanlage sofort vom Material entlastet. Das ist also eine sehr gute Möglichkeit, den Wärmetauscher schnell freizulegen. Und wenn der Wärmetauscher dann frei liegt, würde man von außen mit der Schaufel des Radladers anfassen können und durch ein bisschen Rütteln und Schütteln die Materialreste, die noch auf der Matte liegen, sozusagen durchrütteln, um dann die Wärmetauschermatte aus der Lage herausnehmen zu können. Das ist also dann ein relativ einfacher Vorgang. Wir hatten allerdings schon mal einen Biomaler abgebaut, wo wir die Rascheldecke noch nicht eingesetzt hatten, also wo praktisch der entstandene Kompost und Humus direkt auf den Matten gelegen hat. Und man darf das überhaupt nicht unterschätzen. Das Material ist eben auch mit wenigen Zentimetern auf den Matten sowas von schwer, dass man das einfach freilegen muss. Wir hatten dann die wahnsinnige Vorstellung, dass die Bausteinmatten ja stabil genug sind, dass wir mit der Radladerschaufel anfassen konnten, und hatten innerhalb von 10 Minuten Gebilde da von einer Trümmerwand, wo die ganzen Bausteinmatten Enden rausgucken. Also das sah eher aus wie nach einem Bombenangriff als irgendein geordneter Abbau. Und wir haben dann gesagt, ach egal, jetzt ordentlich mit Gewalt. Und das war, glaube ich, meine größte Fehlentscheidung in 2012. Denn dieses ganze Material von den zerrissenen Bausteinmattengeräten zu entwirren und freizulegen, das hat also bestimmt zweimal so lange gedauert, als wenn wir das abgehakt hätten. Also die Geduld muss man schon aufbringen. Rohe Gewalt ist an der Stelle dann total fehl am Platz. Und ich kann nur empfehlen, den Aufbau praktisch mit den Rascheldecken zu machen und die Wärmetauscher auch abzudecken, um dann einen leichteren Abbau zu haben. Ich hoffe, dass die Frage damit ausreichend beantwortet ist. Aha, dann noch eine Frage, welchen Stand haben wir bei den Roh- und Pferdemistmeilern? Also wir sind jetzt in der Situation, dass aus dem letzten Seminar, das wir im September hatten, vier Teilnehmer Pferdemist, Gülle und Stallmist Biomeiler aufgesetzt haben, beziehungsweise Kompostmieten aufgesetzt haben. Also die sind voll im Prozess, bringen auch ihre Wärmeleistung, wie sie sollen, und arbeiten auch genau wie erwartet in dem Temperaturbereich oberhalb von 50 Grad. Zu diesen Biomalern bzw. Kompostmieten mit Mist gibt es allerdings Messreihen, die gemacht worden sind im Harz von der Universität, die an dem ganzen Thema begleitend arbeiten. Die Universität im Harz hat einen Doktoranden, der sich mit dem Aufbau dieser Kompostmieten beschäftigt, und der hat mir die ganzen Messwerte noch zur Verfügung gestellt, die er im letzten Jahr genommen hat. Ich muss allerdings die Informationen, die ich bekommen habe, nochmal aufarbeiten. Aber die haben eben über einen langen Zeitraum die Temperaturkurve so gehalten, wie wir sie auch auf dem Biomaler mit Holz und Wasser kennen. Also Stroh, Pferdemistmaler, absolut tolle Sache, unbedingt machen, und das Verhältnis ungefähr 30% Strohmist und Gülle einhalten und den hohen Ligninanteil von wenigstens 40% haben, und dann kann man eben noch beliebig andere Biomasse mit reinbringen, das spielt dann nicht so eine große Rolle. Also wenigstens 40% Holzschnitzel in die Komposttierung mit Stall- und Pferdemist reinbringen. So, dann gucke ich nochmal weiter. Frage von Ulrich. Gibt es bereits Erfahrungen aus der Landwirtschaft, wo gute Bodenverbesserungsergebnisse mit dem Kompostmaterial erzielt worden sind? Ja, das gibt es. In den vergangenen 4 Jahren ist eine landwirtschaftliche Fläche, Versuchsfläche von 40 Hektar mit dem Kompost- und Humusaufbau nach Witte bewirtschaftet worden. Innerhalb von 4 Jahren ist auf dieser Fläche komplett auf Kunstdünger verzichtet worden.
und die Ehren- und Halmbildung auf einen Quadratmeter ist bei 800 Halmen angekommen und der Ertrag ist auf einen Hektar bei 95 Doppelzentner. Also die Ergebnisse, die ausschließlich in der Landwirtschaft erzielt worden sind, mit dem Humus aus der Wittekompostierung, sind jetzt mittlerweile der Kunstdünger- und konventionellen Landwirtschaftserträgen gleichgestellt. Dieser Hof bzw. dieser Großbetrieb, der 6000 Hektar hat im Osten von Deutschland, im Harzgebiet, bewirtschaftet mittlerweile 1000 Hektar seiner Fläche nach der Wittekompostierung. Und der kommerzielle Kompostierungsunternehmen in der Gegend stellt mittlerweile 1500 Tonnen Wittekompost her, macht das allerdings nur auf gezielte Anfrage, da dieses Unternehmen diesen sogenannten RAL-Bedingungen unterliegt und in der Abfallwirtschaft tätig ist. Und solange bei denen ein Produkt noch keinen Namen hat, wird es auch nicht auf Verdacht sind produziert. Also der Kompostaufbereiter im Harzer Raum macht auf Anfrage der Landwirte in der Gegend heute schon 1500 Tonnen Wittekompost mit der mikrobiellen Karbonisierung und dem intensiven Humusaufbau. So, dann kann ich bei mir in der Box im Moment keine Fragen erkennen. Gibt es noch irgendjemand, der sein Mikrofon einschaltet? Oder einschalten möchte, um noch mal eine Frage über das Mikrofon zu stellen. Ah, Frage von Miriam. Wann ist das Seminar von uns im Februar? Also wir haben im Februar drei Seminare, die wir anbieten. Wir haben ein Seminar mit Herrn Witte und im Anschluss daran den Biomaleraufbau nach Witte. Das ist am 8. und 9. im Großraum Hamburg, in Wohnste. Bitte nochmal bei uns auf den Terminkalender drauf gucken. Dann haben wir in der Nähe von Schwerin bzw. Rostock noch einen Biomaleraufbau. Das ist also nur der Aufbau eines Biomalers ohne Witte-Seminar. Der findet statt am 15. und 16. Februar. Und dann haben wir im Großraum Kassel in Eisen bei Kassel am 22. das Witte-Seminar und am 22. abends das Biomaler-Seminar und am 23. den Biomaler-Workshop. Das sind also die drei Sachen, die jetzt im Februar anstehen. 8.9. in der Nähe von Hamburg, 15. und 16. in Rostock und am 22. und 23. in der Nähe von Kassel. Ja, also Miriam sagt Dankeschön, klasse. Anmeldung läuft über unsere Webseite, das ist richtig. Entweder per E-Mail oder ich hoffe, dass Sie bis dahin unseren Warenkorb freigeschaltet haben, der über die Webseite hamhamgmbh.de läuft. Das ist der Henning Knutzen, mit dem wir zusammenarbeiten. Und der hat einen Funktionierer, den man dann auch praktisch gleich buchen kann. Ansonsten eben über E-Mail an uns Native Power. Markus aus Basel sagt herzlichen Dank. Ich auch an euch alle. Wenn jetzt nicht in der Chatbox noch Fragen auftauchen oder über das Mikrofon noch Fragen kommen, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für die Teilnahme an unserem Seminar. Und ihr werdet dann die Seminaraufzeichnung zu gegebener Zeit im Internet wiederfinden. Ihr könnt bei uns auf der Webseite gucken oder mal sehen, wie ich das in YouTube hineinbekomme. Eine gewisse Nacharbeit muss ich hier für dieses Seminar dann noch machen und hoffe, dass ich das möglichst bald zur Verfügung stelle.